Gut, das geht gleich los. Konzentrier dich. Ich bin die Konzentration in Person. Nein, Spaß beiseite. Man schreit auch nicht ohne Grund dann ganz außen. Die Ampel ist rot. Da machst du auf Grün los. Los. Sehr schön. Ja, du kannst hier wunderbar noch rumdriften. Oh, wunderbar. Ja. Sehr schöne Runde. Aber der hat ja den zweiten wieder für Stabilisation reingebracht. Dass das Auto wieder stabiler wird. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde 2,5 Sekunden aufgeholt. Vor allem, wie kann man 2,5 Sekunden hier aufholen? Man kann auch den Reifen voll mitnehmen. Auf den haben wir ein bisschen abgesehen hier. Ja, da merkt man sofort den Unterschied zwischen zweiten und dritten. Richtig am Arbeiten. Du hast in dieser Runde 1,5 Sekunden aufgeholt. Kann es irgendwie sein, dass sie hier nicht schneller fahren? Vorhin noch die KI, oder in den letzten Parts die KI zu stark und jetzt zu schwach. Ja. Letzte Runde, greif weiter an. Hier ist einfach nur gesagt, fahr das Ding nach Hause. Und ich greife noch an. Also wie schlecht habe ich mich denn da vorhin angestellt? Schlechte Runde zum Schluss. Aber egal, es reicht. Du kannst zufrieden sein. Das war gute Arbeit. Danke. Ja, fand ich auch, das war extrem gute Arbeit. Wäre wahrscheinlich meilenweit voraus. Okay. Okay, jetzt wird's langweilig, glaube ich. Ja. Ich glaube, jetzt wird's langweilig, weil es wieder Platz 1 ist. Aber du kriegst ja Boni ohne Ende. Zumindest von den zwei und anderen auch das dicke, fette Preisgeld, die Teamabzüge und die Reparaturkosten. Und dann fast noch ein Level und dann Ruf rauf. Und dann nochmal Kalifornien. Jetzt will ich den Titel haben. Jetzt oder nee, Halbfinale, Event 3 von 3. Jetzt geht's ab hier. Gib einfach nur Gas, heißt es so schön. Oh, 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 oh. Streng dich heute an. Zeig, was du kannst. Hab ich eh vor. Aber das lag mir vorhin am besten. Die war aber auch nicht ganz ohne, die Strecke. Hinten der Schussteil zumindest. Die Hasse ist rot. Da haben wir die zwei Fahrfehler drin gehabt. Im Finale dann. Los. Aber es ändert sich jetzt hier nicht vor der reinen Führung her. Okay.
Dritter Gang, ich liebe dich. So, Philipp, hier hast du die Fehler gemacht. Und der eine möchte schon an dir vorbei. Die Runde ist gerade mal 10 Sekunden länger. Auto innen. Was macht denn der da? Außen. Spielt keine Rolle, Philipp, komm. Zweiter bist du noch. Das reicht auch noch. Ja, ich bin voll. Du hast in dieser Runde einen Platz verloren. Er macht ja nichts. Wir müssen ja nur unter die besten vier landen. Aber auch der, wir haben kilometerweiten Vorsprung. Okay, die Strecke war deutlich anspruchsvoller. Da haben wir den auch schon wieder bekommen. So schnell geht's. Letzte Runde, greif weiter an. Innen. Hab ich gemerkt. Auto aus. Außen, innen. Falsch gelenkt. Ich darf da nicht gegenlenken. Bleib ruhig. Wo kommen denn auf einmal zwei Fahrzeuge her? Zweiter Platz. Zweiter! Okay. Dann war das, ein Schlusssport, oder? A-Finale qualifiziert. Dann war das ein Schlusssport gegen den einen. Will ich jetzt mal gerne sehen. 6000stel! Kann man sich das wieder wiederholen? Ich will mir das wieder wiederholen angucken. Oh, das, ich finde es so blöd, dass man da nicht. Dass man hier nach hinten kann. Das finde ich halt ein bisschen schade. Doch, ah, es geht aber schneller. Es geht aber schneller. Moment, ich will mir den Schlussspurt angucken. Der war krass. Da war auch gerade noch der Fehler zu sehen. Moment. Jetzt. Boah. Alter, fällt er den voll drauf. Okay. Und jetzt der Schlussspurt. Boah, ja, sieht man schlecht. Sah man leider schlecht. Boah. Aber war geil, war geil. Also, wenn du dich mit der duellieren musst, dann ist es geil. Dann ist es richtig geil. So, jetzt kommen den dritten, okay, Sieg, komm. Leg einen guten Start hin und sichere dir ein gutes Ergebnis. Komm, 3 Siege in Folge, komm, das wäre jetzt, wieder das Nonplusultra für mich. Bereit. Ja. Mach die Ampel aus. Grün, los, los, los. Erste Kurve ist mal gleich gesichert. Und wie gesichert? So, jetzt hier 5-mal. Am besten sauber und fehlerfrei durchkommen. Oh, da blieb ein Ratsch gehen. Gute Runde. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde 4 Zehntel aufgeholt.
Ist aber nicht die Welt, 14. Und das ist das Problem. Ja, der ist nämlich im Getriebe drin. Wir haben in dieser Runde 14. verloren. Wir müssen schneller werden. Wir müssen sicherer werden mit dem Auto wieder. Auto innen. Was? Innen? Nee. Die dritte Runde war jetzt nicht sauber. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Alles oder nichts. Sagt man ja so gerne. Der ist dran. Sollte reichen. Und es reicht auch! Jawoll! Der Triple! Gut gefahren. Großartig! Der Triple ist perfekt! Die Jagd nach dem Triple perfekt erfolgreich absolviert. War aber knapp und dahinter kommt die Riesenlücke. Boah, 31-7. Boah, weil die dritte Runde gar nicht so schlecht war. Okay. Aber auf Augenhöhe. Nice. 25 Punkte. Gewonnen. Gib mir die Credits. Gib mir das Preisgeld. Mit 93.000. Sollte nochmal der Ruf steigern hier auf 34. Ich bin glorreich. Und insgesamt ist das Platz 1. Ohne Sand mit dem Auto. Mit 75 Punkten. Jetzt müssen wir uns aber die Garageerweiterung wieder leisten können. Ja, und dicke können wir uns die jetzt leisten. Ja, das ist doch nice. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal allgemein um das Team. Die Mitarbeiter sind noch alle da. Die Marken und Sponsoren, die Sponsoren. Wir brauchen neue Sponsoren. Wir müssen Geld verdienen. Geld, 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 Geld. Ja, vor allem, wenn ich dann noch mal ein neues Auto oder einen neuen Buggy brauche oder was das auch immer ist. Ja, da komme ich ja nicht dann drum herum. Aber das dritte Rennen war dann nochmal am anstrengendsten. Also am engsten auch. Okay. Kicker. Kicker bringt am meisten. Kicker ist gut. Kicker, wir wollen kicken. Ja. Da hat jemand Interessenkonflikt. Warum sind das eigentlich alles Angebote mit C-Rang? Bitteschön. Und der letzte Sponsor, ja komm. Ja, bam. Wir können noch einen Sponsor machen. Ja, nice. So, damit haben wir die Sponsoren fertig. Dann gehen wir in die Garagenerweiterung. Da gab es dann auch noch mal was zu tun. Beziehungsweise in den Anlagen heißt es ja hier. Nämlich in die umbauen. Und dann holen wir uns ein neues Fahrzeug im Autohaus. Und zwar den Roscar hier für 18.000. Dann haben wir den auch komplett und dann geht's gleich direkt weiter. Ohne große Umschweife geht's dann hier weiter. Ja, wir haben unser eigenes Fahrzeug, das ist einfach nur super. Go!